Moin, hallo und willkommen zurück zu einem Wimmelwild-Spiel, das etwas der etwas anderen Art. Faircrofts Antiques, Treasures of Treffenburg. Wir gehen jetzt mal zu Ergens Imperium, würde ich sagen, und schauen mal, was es da noch so zu tun gibt. Selam, komm herein. Dort draußen ist es kalt. Ich bin Sabrie. Womit darf ich dir helfen? Mein Name ist Mia, ich bin eine Restauratorin. Ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Statue, die einer alten Familie hier in Treffenburg gehörte. Da brauche ich jetzt aber noch weitere Einzelheiten. In Treffenburg gibt es mehr alte als neue Familien. Also erzähl mir doch etwas über diese Statue. Okay, während wir über diese Statue erzählen, würde ich sagen, gucken wir einfach mal nach dem Pfeil. Und suchen den Fuchs und drei Fledermäuse. Drei Fledermäuse, okay. Notenschlüssel brauchen wir noch. Schlange, vier Affen. Papagei. Ich glaube, ich nehme mal den Papagei damit. Affen. Das ist so ein Affe hier. Da ist noch ein Affe. Noch ein Affe. Wo ist Nummer 4? Der hängt hier. Okay, eine Schlange. Mann, was ist denn los hier? Schon wieder, ich habe schon wieder Schluck auf oder sowas. Hier muss ich ein bisschen langsam machen. Das Schlange. Notenschlüssel ist gerade nicht zu sehen. Ein Fuchs und drei Fledermäuse. Ich muss immer noch Fledermäuse finden. Das ist eine Fledermaus? Echt jetzt? Okay. Diese Fuchsstatue sieht nice aus. Die gibt es auch als Anhänger. So einen hätte ich gerne. Notenschlüssel ist hier. Ein Fuchs ist... Wo ist denn hier ein Fuchs? Den sehe ich jetzt aber gerade gar nicht. Der Brezel haben wir hier noch, aber den brauchen wir nicht. Zwei Fledermäuse brauche ich mal stattdessen. Da ist noch eine. Die sitzt hier auf dem Ding. Jetzt ist das aber böse. Und wir brauchen noch eine Fledermaus. Wo kann die denn sein? Fledermaus. Fledermaus, Fledermaus. Wo ist die Fledermaus? Und wir brauchen immer noch den Fuchs. Das ist kein Fuchs. Das ist auch kein Fuchs. Wo ist denn der Fuchs? Da ist ein Igel, ein Bär, ein Frosch, ein Hase, Specht, würde ich sagen. Libelle vielleicht? Bin mir nicht sicher. Eine Fliege. Eine Taube. Hier gibt es noch so viele Sachen, aber irgendwie keinen Fuchs, ne? Sich denn der Fuchs verstecken? Und die Fledermaus. Ist die irgendwo aufgemalt oder so? Ich bin gerade echt überfragt. Denn ich sehe hier gerade nicht so viel. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen ruhiger, weil ich mich versuche zu konzentrieren, aber... Da ist der Fuchs. Den hatte ich schon die ganze Zeit gesehen, aber ich habe ihn ignoriert jetzt schon. Na toll. Okay, Fledermaus ist... Wo ist die letzte Fledermaus? Komm schon. Zeig dich. Fledermaus, wo bist du? Hier hatte ich die schon mitgenommen. Da oben, die habe ich auch schon mitgenommen. Da müsste hier irgendwo eine sein, normalerweise. Das ist keine Fledermaus, definitiv nicht. Das ist ein Specht. Ist das eine Feder oder was ist das hier? Keine Ahnung. Bringt mich aber auch nicht weiter, leider gerade. Eine Fledermaus. Auf einem Bild vielleicht? Ja, auch nicht, ne? Wo kann die sich denn verstecken? Ich gucke wieder die Ecken nach, aber ich sehe gerade nichts. Hier unten irgendwo? Nee, ne? Da fährt sogar noch was vorbei. Das finde ich eigentlich cool gemacht, dass hier sogar ein Bus und sowas lang fährt. Ich finde die Fledermaus nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist eine Taube. Puh, zum Geier ist die letzte Fledermaus. Es ist doch schon wieder spät, ne? Ich bin schon wieder total bonkers hier. Das gibt's doch nicht. Wir müssen aber die Fledermaus finden. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich hab sie bestimmt schnell gefunden und ich geister hier noch irgendwo rum. Wir gucken mal hier auf der Seite. Wo kannst du dich verstecken, Fledermaus? Hm? Ist irgendwo aufgemalt?
Nee, da ist nix, okay. Die habe ich schon mitgenommen. Katze, Taube. Hase, Frosch. Tja, jetzt bin ich echt überfragt. Wo ist denn die Fledermaus? Das ist jetzt aber das erste Bild an der Stelle jetzt, wo ich echt ein bisschen Hänger habe hier. Da ist die Fledermaus. Ich suche in einer anderen Farbkonstellation. Ich suche mal nach Schwarz oder sowas, aber ja. Die Harkoids, ja, ich habe viel über die gute Ophelia gehört. Eine gute Seele, so viel steht fest. Wir hätten uns ganz wunderbar verstanden. Ich habe hier einige Stücke, die dir vielleicht weiterhelfen. Auf dem Antiquitätenmarkt werden Holzstatuen heiß gehandelt, aber diese lassen sich auf die Harkoids zurückdatieren. Stücke? Diese sehen eher nach Fragmenten aus und befinden sich in einem schlechten Zustand. Außerdem scheinen sie nicht alle von nur einer Statue zu stammen. Ab und an bekomme ich diese Schätze von Nachfahren einer der alten Familien. Sie sind auf der Suche nach einem guten Angebot für die alten Erbstücke der Großmutter. Du darfst sie dir gerne nehmen. Es würde nichts schaden, wenn eine Restauratorin den Markt etwas in Aufruhr versetzt. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich auf etwas Interessantes stoße, Mia. Danke, Sabri. Ich werde hin und wieder hier vorbeischauen. Ich habe die Statue Madonna und Kind restauriert und katalogisiert. Was für ein wunderbarer Beginn für die Sammlung. Pater Sebastian gab mir einen Hinweis auf die nächste Antiquität. Er sagte, dass eine Bekannte von ihm in dieser Stadt brauchbare Informationen dafür für mich hätte, okay? Und nochmal Hallo, Mia. Du hast ja, wie ich sehe, etwas Ausrüstung dabei. Wirst du an diesen Statuen arbeiten? Brauchst du Hilfe? Vielen Dank für das Angebot, Pater, aber ich schaffe das schon. Was für eine Restauratorin wäre ich schließlich, wenn ich die nicht zusammensetzen könnte? Dann werde ich uns eine Tasse Tee kochen. Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchst. Okay. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Das kommt dahin, das kommt dahin. Das kommt dahin. Okay, jetzt muss ich gucken. Du kommst wahrscheinlich dahin. 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 Okay, das wird getauscht. Und dann passt das Ganze. Ach du meine Güte, Mia. Du hast bei diesen Statuen ja wahre Wunder vollbracht. Der Herr segne dich. Wie hast du es geschafft, diese Teile so schnell zusammen zu... Was? Dass die Teile so schnell zusammenbleiben? Die Stangenwaffen im Palastmuseum haben mich inspiriert. Jedes Teil wird von einem zentralen Dübel an Ort und Stelle gehalten. Eine sehr clevere Methode. Und hier ist die Madonna und Kind, nach der du gesucht hattest. Die Inschrift besagt, dass sie einst der Freifrau Hardcourt gehörte. Wäre es möglich, mir, dass wir sie bis auf weiteres hier in der Kapelle aufbewahren? Das wäre für die Kapelle sehr günstig, was den Tourismus angeht. Im Gegenzug werde ich dir mit der Sammlung helfen. Als du die Hardcourts erwähntest, habe ich mich an eine Freundin erinnert, die dir vielleicht über die Einwohner erzählen könnte. Kein Problem, Pater Sebastian. Ich will nur zuerst die Statuen fotografieren. Du hattest diese Freundin von dir erwähnt. Kapitel 3. Eine Bekannte von Sebastian hat einen Hinweis auf eine Gedenktafel, die ich mir näher ansehen sollte. Könntest du sie etwas mit den Harkorts zu tun haben? Okay, untersuchen. Pater Sebastian erzählte mir, dass eine Bekannte von ihm möglicherweise Näheres über meine nächste Antiquität weiß. Diese Bekannte arbeitet in einem der Kaffeehäuser hier. Die Kaffeekultur nimmt einen hohen Stellenwert in Österreich ein und auch Treffenburg ist da nicht anders. Sie sagte, dass sie eine Gedenktafel irgendwo im Kaffeehaus entdeckt hatte. Darauf befand sich der Name eines Familienmitgliedes, der Harkors. Ich werde definitiv für eine Tasse Kaffee dort vorbeisehen und mich etwas unterhalten, aber in erster Linie will ich mir unbedingt die Gedenktafel ansehen. Ich werde auch spezielles Werkzeug für die Fernarbeiten brauchen. Die Statue war einfach, aber der Umgang mit Gedenktafeln ist immer noch recht anspruchsvoll. Uah. Was ist denn los, Mann? Ich bin schon wieder total... Es ist etwas weit hergeholt, aber ich nehme jeden Hinweis, den ich kriegen kann. Los geht's. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben alles auf 15 hier. Was sagt mir denn 10? Ist das irgendwie eine Bewertung oder so? Gehen wir da hin. Hoffmann-Schmuck. Ina Hoffmann. Hallo, willkommen bei Hoffmanns. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Sehr stylisch gekleidet. Mein Name ist Ina. Ich bin Juwelierin und leite diesen Laden. Hallo Ina, ich bin Mia von Beruf Restauratorin. Ich arbeite gerade an einem Restaurierungsprojekt und frage mich, ob ich hier einige Werkzeuge finden kann.
Noch eine Handwickerin, aber sicher doch, was genau brauchst du? Silettenmodus, finde jedes Objekt an. Oh. Oh, okay, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir hier Schattendinger suchen. Na, das wird ja interessant jetzt. Also ein Schwan, den kann ich schon mal erkennen. Die Frage ist, ist das ist ein Affe und das, keine Ahnung. Der Affe? Der ist schon mal da. Dann haben wir drei Ehren. Achso, drei Ehren sind das hier. Dann haben wir eine Krone oder sowas? Tentakelkrone? Ich habe keine Ahnung. Wo ist das denn? Eine Krone. Dann brauchen wir hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was das ist, weiß ich leider bisher noch nicht. Das hier. Ein V, okay. Ein Pferd ist hier. Dann brauchen wir, was haben wir noch? Ein Seepferdchen. Ein Seepferdchen. Den Schwan habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Wo versteckt der sich denn? Ja, das kann ja weiter werden. Eine Brille brauchen wir auch noch. Brille sollte doch nicht so schwer zu finden sein, oder? Hoffe ich mal. Da. Okay, ein Seepferdchen ist hier. Der Dings macht mir noch. Der Schwan macht mir noch Sorgen, weil ich sehe hier überhaupt keinen Schwan. Nicht mal ansatzweise. Vielleicht bin ich so blind, dass ich den wieder nicht sehen kann. Das ist ein Peak. Oh, das ist, was ich auch noch nicht genau. Das, was das ist, habe ich keine Ahnung. Eine Krone müsste das ja schon. Eine Krone müsst du noch finden. Das ist Peak, okay. Zwei Sachen noch. Wo könnten die sich verstecken? Da ist die Krone. Boah, die ist aber fies versteckt. Und dieses Ding ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da habe ich leider keine Ahnung, was das sein soll. Wo kann sich das verstecken? Das ist eine Art Griff oder sowas vielleicht? Da sind Spinnweben dran, glaube ich, ne? Da müsste mal wieder sauber gemacht werden. Hm. Den Griff oder was auch immer das ist, finde ich jetzt überhaupt nicht hier. Das ist ja spaßig. Um was kann es sich hier handeln? Und wo könnte es versteckt sein? Ich sehe mich gerade überhaupt nichts mehr hier. Silhouette. Schuhe sind das aber auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Was könnte es sein? Da ist noch ein Drache auf dem Fußboden, Schmetterling, Tiger. Da ist ein Fisch ganz links, würde ich sagen. Notenrolle, Schlüssel. Notenrolle, das ist ja schon Notenschlüssel. Da, ein Pinsel, das Ding hier. Hm, das Werkzeug, das du brauchst, ist nicht allzu schwierig zu besorgen. Heutzutage kann man so, so ziemlich alles online kaufen, aber die Lieferung nach Treffenburg dauert eine Weile. Falls du Goldschmiedewerkzeug brauchst, leih ich dir gerne etwas. Zufälligerweise habe ich von dieser Sammlung der Freifrau Hardcore gehört. Weißt du vielleicht, ob dazu noch Schmuckstücke erzählen? Die Möglichkeit besteht durchaus, allerdings ist Schmuck nicht mein Fachgebiet, daher weiß ich das Know-how einer Spezialistin sehr zu schätzen. Falls ich irgendwelche Schmuckstücke entdecke, gebe ich dir ganz sicher Bescheid. Das wäre toll, ich würde nur zu gerne antiken Schmuck näher untersuchen, vielleicht inspiriert er mich ja zu neuen Stücken für meine eigene Kollektion. Alles hat seine Vorteile. Okay, dann gehen wir mal dahin. Mia, komm herein. Ausgezeichnete Arbeit mit den Statuen. Ich bin begeistert, dass du all die Stücke finden konntest. Woran arbeitest du als nächstes? In deinen Augen blitzt eine gewisse Entschlossenheit. Ich sammle Werkzeug, um die Gedenktafel im Kaffeehaus zu restaurieren. Ach ja, dieses alte Gebäude. In den alten Gebäuden von Treffenburg stößt man auf hilfreiche, viele Geschichte. Viel davon ist auf die Nachfahren der Freifrau zurückzuführen. Wirklich? Erzähl mir bitte mehr darüber. Okay, während wir quatschen, suchen wir wieder. Wir suchen einen Bogen, eine Truhe, eine Machete. Machete, habe ich doch gesehen schon? Moment. Machete, hier, Machete habe ich gesehen. Eine Truhe. Ein Bogen. Ein Schlüssel der Leselampe. Leselampe? Leselampe. Fernseher. Drei Waffen, hier ist eine.
Da ist eine. Ein Speer müssen wir auch noch finden. Der ist hier. Ein Fernseher? Wo ist denn hier ein Fernseher? Schlüssel müssen wir noch finden. Okay. Der ist hier. Okay, den brauchen wir noch für irgendwas für die Truhe wahrscheinlich. Ist das eine Truhe hier? Das sieht aber eher nach einem Safe aus anstatt einer Truhe. Also das passt nicht. Der Fernseher ist da oben. Okay. Ein Bogen. Bogen ist hier. Das ist kein Bogen. Okay, das ist kein Bogen. Ich dachte, das wäre einer. Einen Bogen brauchen wir noch und eine Truhe. Sicher, dass eine Truhe ist oder nicht irgendwie ein Kästchen oder so? Da ist die Truhe. Okay, ein Bogen. Der Armbrust ist nicht, ne? Doch. Okay. Stempel und Engelsflügel müssen wir jetzt finden. Stempel und Engelsflügel, der ist aber noch zu hier. Schublade ist es auch nicht. Ein Stempel und Engelsflügel kann man aber so nicht sehen. Das muss also irgendwo drin sein, ne? Schlüssel. Müssen wir irgendwas aufschließen? Jetzt safe? Sollte ich das nicht tun? Okay. Wir müssen also etwas finden, was aufgeschlossen werden will oder sollte. Da können wir nichts machen, okay. Was können wir denn aufschließen? Das hier? Nee. Stempel und Engelsflügel kann man nicht sehen. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Was? Ich brauche einen zusätzlichen Gegenstand, um darauf zuzugreifen. Ah, guck mal, einer, schau hier. Okay, das ist schon besser. Ein Stempel und Engelsflügel. Engelsflügel? Wie Engelsflügel? Ach, Engelsflügel. Stempel ist. Wo ist ein Stempel? Stempel sehe ich jetzt gerade gar nicht hier. Hier hat er noch was in der Hand. Da ist ein Ring. Stempel ist hier. Die Kinder der Freifrau Harcourt haben sich zu wichtigen Persönlichkeiten in der Geschichte von Treffenburg entwickelt. Dies lässt sich in vielen angesehenen Gebäuden und Geschäftshäusern der Stadt ablesen. Die meisten Gebäude aus dieser Stadt stehen noch heute, allerdings sind viele von ihnen in einem neuen Zweck zugeführt, okay? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Instandhalten der alten Gebäude sehr teuer ist. Gibt es einen Ort, wo ich Materialien für mein Projekt besorgen kann? Leider nicht hier. Hier gibt es eigentlich nur Bücher und alte Informationen. Allerdings gibt es in der Stadt jede Menge Handwerker, die dir gerne helfen würden. Und meine Tochter gehört auch dazu. Maria leitet den alten Buchladen in der Stadt. Sie ist wahrscheinlich besser darin, das benötigte Material für dich aufzutreiben. Vielen Dank für den Tipp, Max. Okay. Opernhaus, Schmuck. Wo sind denn jetzt hin? Opernhaus, Kaffeehaus, Elchhorn. 15. Ich weiß nicht genau, 10. Gehen wir mal ins Opernhaus. Das ist das Opernhaus der Stadt. Es zählt zu den Sehenswürdigkeiten, die man in Treffenburg unbedingt gesehen haben muss. Dieses Gebäude ist recht alt und es gibt hier auch Steinmetzarbeiten. Vielleicht kann ich sie mit der Gedenktafel von Mac vergleichen. Anscheinend haben sie einige Flügel des Opernhauses für Besichtigung geöffnet. Sehen wir uns dort drinnen einmal um. Ballerina, Tambourin, drei Eisenhelme und ein Stinktier. Eisenhelm, Eisenhelm, Eisenhelm. Stinkt hier zwei Drachen. Zwei Drachen. Da ist ein Drache. Wo ist der zweite? Stinkt hier Tambourin. Tambourin sollte nochmal so zu finden sein. Nanu. Magnetschlüssel muss ich noch finden, aber den kriege ich dann wahrscheinlich später. Ballerina ist hier.
Tambourin. Immer noch Fehlanzeige. Noch ein Drache. Tambourin ist hier. Ein Drache ist... gerade nicht zu sehen. Stinktier. Wie sieht denn ein Stinktier aus? Drache ist hier. Okay, der klingelt das Handy. Okay, das ist nur so dekomäßig. Okay. Stinktier. Ich find's gerade wieder nicht. Tür. Das ist natürlich wieder ein Problem. Stinktier. Das ist aber kein Stinktier, sowas hier, ne? Bist du ein Stinktier? Nein, du bist auch kein Stinktier. Das hätte mich auch gewundert. Hm. Magnetschlüssel. Wir müssen das Stinktier finden und dann können wir, glaube ich, Dingens machen. Tja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier suchen soll. Stinktier. Ich suche nach einem Tier, würde ich pauschal behaupten, aber sicher bin ich mir jetzt nicht... Oder ist es was anderes? Ich habe keine Ahnung, wonach ich suchen soll. Magnetschlüssel ist noch irgendwie auf der Dingens. Magnetschlüssel. Das sieht auch sehr strange aus. Hier muss ich mit den Augen. Stinktier. Stinktier, Stinktier. Wo bist du? Das soll sichtbar sein, ne? Ja. Das heißt, normalerweise müsste ich das jetzt sehen hier. Aber ich sehe es nicht. Ist das vielleicht ein Charakter oder so? Nee, ich glaube auch nicht, oder? Magnetschlüssel. Kriege ich den, wenn ich das Tier gefunden habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Rasierklingen brauche ich auch noch. Kann man das hier aufmachen? Brauche einen zusätzlichen Stein, um darauf zuzugreifen. Okay, das muss er aufmachen. Das ist hier, muss der Magnetschlüssel dran. Das ist der Magnetschlüssel, okay. Wir brauchen Rasierklingen. Rasierklingen da oben. Okay, jetzt müssen wir noch das Stinktier finden. Wo zum Geier ist das Stinktier? Ist das ein richtiges Stinktier? Ich sehe es nicht. Schuhe, da ist nichts. Das ist ein Stinktier. Diese Unkleiden scheinen alle über moderne Ausstellungen zu verfügen. Das wäre auch nicht anders zu erwarten. Schließlich wird das Opernhaus heutzutage noch benutzt. Zum Glück wurde viel von der ursprünglichen Einrichtung bewahrt. Ich werde einige Fotos machen, die ich dann als Referenzmaterial nutzen kann. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Elchenhorn wieder zurück. Du bist schon wieder zurück, Mia? Ich bin zurück, ja. Ich hörte, warst du bei Pater Sebastian. Es hatte irgendetwas mit Holz zu tun. Ganz genau. Ich mache mit der Hakholz-Sammlung gute Fortschritte. Hier, sieh dir nur das Foto an. Spielkarten. Okay, das wird lustig. Da, 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 da. Und da. Und da. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Hey, du hast nicht übertrieben. Das ist wirklich eine sehr schöne Statue. Und du sagtest, dass sie nur aus Einzelteilen besteht? Hm, die Gravierungen sind sehr schön. Weißt du zufällig, ob es noch irgendwo diese Art, ob es noch irgendetwas dieser Art in Treffburg gibt? Hast du schon Brad gefragt? Er ist der ideale Ansprechpartner für alles, was irgendwie mit touristischen Dingen zu tun hat.
Er ist definitiv der ideale Ansprechpartner, wenn ich die nächstgelegene Toilette suche, falls du das meinst. Ha, schon verstanden. In der Stadt gibt es einige Orte, wo man Gravierungen findet. Wahrscheinlich wirst du auf dem Friedhof und im U-Bahnhaus fündig. Danke, Veronica. Ich werde mich dort einmal umsehen. Okay. U-Bahnhaus war ich eigentlich schon. Dann Friedhof? Nein. Doch, Friedhof können wir auch machen. Hallo Mia, Wiederholungsbesucher. Haben wir nicht sehr oft. Was führt dich hierher? Hallo Matthias, ich suche nach alten Gedenktafeln. Hier oben sollte es welche geben. Tatsächlich sind hier einige, die ich gerade restauriere. Allerdings ist es viel zu kalt, hier draußen daran zu arbeiten. Deswegen bewahre ich sie in meinen Schuppen auf. Dort ist es warm und gemütlich. Aber genau weil es dort so gemütlich ist, haben dort auch einige Tierchen Unterschlupf gesucht. Würdest du sie verspinnen? Nicht sonderlich, ein großer Fan bin ich auch nicht. Wie kommen wir denn jetzt nur an die Gedenktafel heran? Das hängt davon ab, tatsächlich sind hier auch einige giftige Vertreter vorhanden. Ich habe sie mit einem Mittel bearbeitet, aber es hat noch nicht viel gebracht. Ich werde sie wieder zusammensetzen müssen. So können wir uns vorsichtig um die Spinnen herumbewegen, ohne ein Buch in der Notaufnahme zu riskieren. Besuch in der Notaufnahme zu riskieren. Mann, ich bin schon wieder total banal. Es ist schon zu spät, das tut mir leid. Lass mich dir helfen. Oh, Backe, wat? Spinnenbeine? Ugh. Okay, das ist ja jetzt ein wenig ekelisch. Das ist rot. Rot, rot, rot. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Dahin. Das passt nicht, okay. Das passt auch nicht. Kann ich die da nehmen? Ja, die passen. Da oben. Und das passt. Okay, der ist weg. Das passt auch schon fast. Das kommt da hin. Ne, das passt nicht. Das muss hier hin. Okay, dann kommst du hier hin. Das passt auch. Das passt nicht. Das gehört dahin. Das kommt dahin. Das sind bunte Füße, die kommen dahin. Das kommt dahin. Dahin. Okay, das kommt dahin. Okay, was haben wir hier noch? Das kommt dahin. Dahin. Dann kommt das dahin. Das kommt dahin. Dahin. Okay, das passt noch nicht. Das passt auch nicht. Das kommt dahin. Okay, den müssen wir noch korrigieren. Ich weiß noch nicht genau mit was so. Ja, passt. Okay. Alles klar. Und das sollte dann reichen. Sind das all die giftigen Spinnen? Ja, geh einfach in der Ecke dort aus dem Weg und du findest kein Problem bekommen. Du kannst dir die Gedenktafeln gerne ausleihen. Im Winter schaut hier eh niemand vorbei und niemand wird sie vermissen. Wenn du davon überzeugt bist, Matthias, diese datieren zurück auf die Zeiten deiner Harcourts. Ja, das meiste hier tut das. Pass gut auf dich auf, Mia. Okay, wir haben es geschafft. Wow. Ziemlich abgefahren. Na gut, ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Ich bin schon ein bisschen Banane jetzt hier. Ich bin gespannt. Wir sind noch ziemlich früh am Anfang. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gespielt. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich ein bisschen fitter. Es tut mir jetzt leid, dass der Anfang ein bisschen, naja, ein bisschen ruppig ist. Aber es ist auf jeden Fall interessant, muss ich zugeben. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!